Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei neue Mounts, die wir über das Warlords of Draenor Time Walk Event bekommen, das heute gestartet ist. Und zwar befinde ich mich hier einmal bei der Allianz in Draenor und dann sind wir hier oben Ashran und hier im Sturmschild unten auf den Koordinaten 36, 68. Heißt, wenn ihr Horde seid, dann müsst ihr selbiges dementsprechend im Kriegsspeer oben aufsuchen. Wo müssen wir jetzt hin? Und zwar haben wir hier eine Händlerin, die jetzt während des Events hier steht. Und zwar das Event geht vom 29. Mai bis quasi zum 4. Und dementsprechend könnt ihr in dieser Zeit bei der Händlerin verschiedene Items kaufen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt leider verpasst habt, müsst ihr wieder warten, bis das nächste Chimewalker-Event von Warlords of Draenor ist. Kann ja fast ein halbes Jahr dauern, je nachdem wie schnell die anderen Events durchkommen. Und zwar ist es immer so, dass sich einmal ein kompletter Zyklus vollzieht, heißt zwischendrin kommen dann einmal Burning Crusade, einmal Red of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria und jetzt dann dementsprechend auch Warlords of Draenor mit in der Rotation drin. Wir schauen uns jetzt mal an, was die Händlerin uns anzubieten hat. Und zwar ist es hier so, dass wir uns zwei Mounts kaufen und die soll es jetzt hier im Video auch gehen. Zuvor schauen wir uns noch an, was sie sonst so hat. Wir haben auch zwei Toys, da werde ich nochmal ein eigenes Video für basteln, für die kleinen Toy Guides. Und weitergehend hat sie quasi Ruf-Tokens für nahezu alle Fraktionen, die es dementsprechend in Warlords of Draenor gibt. Heißt, wenn ihr noch nicht das Ruf-Achievement fertig habt, das ihr auch braucht, um dementsprechend fliegen zu können in Warlords of Draenor, dann ist jetzt die Gelegenheit, holt euch ein paar Timewalker-Marken und haut euch quasi das Fliegen in Warlords of Draenor voll. Zusätzlich haben wir dann noch ein paar Items, die 350er Item-Level auf Max-Level sind. Diesmal sogar Waffen dabei. Ich habe geguckt, nicht nur den Dolch, sondern es gibt auch ein Zweihandschwert und eine Schusswaffe. Also eine sehr, sehr schicke Sache. Könnt ihr eure Gammeltwings, ich habe da ja einige von, ganz gut equippen mit. Und dann haben wir wie immer auch die Upgrade-Items für die Heirlooms, also für die Erbstücke. Die sind natürlich auch dabei. Mittlerweile auch hier die auf quasi die maximale Stufe. Gut, dann schauen wir uns jetzt die beiden Mounts an, um die soll es ja hier gehen. Und zwar haben wir einmal den Eisenhauer des Abrichters, den kaufe ich mir jetzt, kostet 5000 Marken. Und das zweite, was wir haben, den Kriegswolf des Abrichters, kostet ebenfalls 5000 Marken. Ihr seht, ich habe das relativ gut hingeplant, die Toys kann ich mir dann auch noch kaufen. Ich hatte jetzt 12.000 Marken. Wo habe ich die her und wie habe ich die gefarmt? Vielleicht hier so ein kleiner Hinweis. Und zwar mache ich mit diesem Char, das ist ja mein Ali-Main-Char, jedes Timewalker-Event eine Timewalker-Instanz, denn ihr bekommt bei der ersten Timewalker-Instanz, die ihr abschließt, vom Endboss so ein Item. Und zwar könnt ihr das dann jeweils bei dem Händler abgeben. Hier in Warlords of Draenor, wie gesagt, steht hier ein Sturmschild rum und ihr bekommt 500 Abzeichen. Für die Timewalker-Instanz an sich bekommt ihr nicht viel. Ja, ihr kriegt, wenn ihr sie abschließt, hier 10 Abzeichen. Wenn es, glaube ich, wenn eure Rolle quasi gesucht ist, sind es 30, 40, 50, irgendwie so ein paar bisschen mehr. Und pro Boss sind es, glaube ich, auch nochmal 5 oder ich glaube, oder waren es 10 Marken? Ich glaube 10 Marken. Heißt in der Instanz, teilweise, wenn das 4 Bosse sind plus Abschluss, geht ihr damit 50 Marken raus. Das ist nicht viel. Da sind die 500 im Vergleich schon sehr, sehr viel zu. Deswegen schaut immer, dass ihr jedes Timewalker-Event das quasi dieses 500er-Item holt, am besten auch mit verschiedenen Chars, dann könnt ihr euch die Items relativ easy holen, ohne dass ihr 5 Millionen Timewalker-Dungeons laufen müsst. Und ich habe jetzt quasi seit dem letzten, also seit Mitte Legion quasi, Mist of Pandaria rausgekommen ist, immer mit dem Char jeden Monat, wenn ein Timewalker-Event ist, eine Instanz gelaufen und habe dann quasi genug für das nächste Event gehabt und kann mir jetzt alles kaufen. Würde ich euch auch empfehlen. Was es noch so an Mounts gibt, können wir jetzt gleich mal reingucken. Und zwar hatte ich die zwar in anderen Videos schon gezeigt, aber das passt hier zur Thematik ganz gut dazu. Und zwar geben wir jetzt mal Zeitwanderung ein. Und dann seht ihr, einmal haben wir den Zeithäscher. Dieses Mount hatte ich ja am Anfang auch schon draußen gehabt. Haben wir uns auch schon angeguckt. Das bekommt ihr quasi als Random Drop in jeder Zeitwanderungs-Dungeon, also in jeder Timewalker-Instanz zu einer extremst kleinen Drop-Chance, also 0,0 irgendwas bei jedem Boss. Heißt, da braucht man einfach ein bisschen Luck und muss ein bisschen gucken, dass man Timewalker-Dungeons spammt. Das zweite, was wir hier haben, ist ein Drachenfalken. Den könnt ihr für 5000 Marken, ebenso wie diese beiden Mounts, bei dem Timewalker-Event hier Shadrath kaufen, also sprich Burning Crusade. Dann haben wir hier den
Eisenbeschlagenen Geisterstürmer, sehr, sehr cooles Mount. Ist übrigens ein Flugmount. Ja, ist ein Gaul, der fliegen kann. Und den könnt ihr euch im Nordend Dalaran kaufen. Und zwar dann, wenn das Warlords of Draenor Event ist. Und dann haben wir noch eine, die jetzt hier nicht gescheit angezeigt wird. Zeitlose Insel. Und zwar haben wir hier eine Jadeschlange. Und diese Jadeschlange war quasi bei dem Mist of Pandaria Time Walker Event dabei. Ebenfalls wieder für 5000 Abzeichen. Bis jetzt hat man immer nur einen Mount bekommen. In dem Event gibt es sogar zwei. Dafür gab es im Cataclysm-Event, da gibt es glaube ich keinen Mount, soweit ich weiß. So, wir lernen jetzt die beiden und schauen sie uns mal an. Ah, das hat eine Abklingzeit, Mounts zu lernen, okay. Im Normalfall lernt man nicht so viel. Und ihr seht jetzt, die Mounts, die mir jetzt noch fehlen, passen auf eine Seite. Das ist so ein schönes Gefühl, dass man nicht mehr hochscrollen muss, zumindest für mich. Und zwar Zeit, wann dann? Schauen wir mal, ob die... Ne, die werden hier noch nicht eingefügt. Okay, Blizzard hat das noch nicht hingekriegt. Ist egal, wir finden sie auch so. Abrichter, und da haben wir sie beide. Und zwar haben wir einmal dieses schöne Elec. Dass wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer angucken können. Sieht schon schick aus, das Ding. Ist natürlich eins von vielen Elecs. Man kann sich ja auch einige hier in Warlords of Draenor an sich erspielen. Aber auf jeden Fall ein passendes Mount für die Expansion. Und dann, was ich fast noch ein bisschen cooler finde, ist der Wolf mit dieser Panzerung. Das hat schon was. Da hat man als Allianzler nicht sonderlich viele. Da ist der schon recht nice. Und ja, vielleicht reite ich jetzt mal ein bisschen mit dem rum. Der hat sogar an der Seite so Bomben mit dran. Sieht auf jeden Fall recht nice aus. Ja, das war's mit den Mounts soweit. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gern wieder mal reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.